Hallo, ich bin Mohammed Ali. Nein, nein, ich bin noch nicht fertig. Mohammed Ali Behboudi. Ich bin Schauspieler, nicht Boxer. Ich dürfte mich sehr viele Jahre am Theater austoben. Und nun freue ich mich auch, im Bereich Film und Fernsehen viele spannende Erfahrungen zu sammeln. Viel Spaß bei den folgenden Kostproben. Verheiratet oder nicht, was du da hast, kann sich Familie nennen. Da bin ich auch stolz drauf. Darf ich dir einen Rat geben? Hab ich eine Wahl? Die Familie ist das Wichtigste und muss immer an erster Stelle stehen. Und das aus deinem Munde? Ach, war ich so schlimm? Deine Mutter und ich haben bis zum bitteren Ende zusammengehalten. Ja, bitter. Aber ich kann nicht verstehen, dass du hier stehst und so tust, als ob du alles vorbildlich gemeistert hast. Hast du was auf dem Herzen? Dann lass es raus. Du hast andauernd fremdgefickt. Deine Mutter und ich hatten jede Menge Probleme. Wir haben zu jung geheiratet. Und waren gerade in diesem Gebiet nicht kompatibel. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich will das nicht hören. Ich bin nicht gerade auf alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, stolz. Aber wenn ich die Wahl hatte, alles von vorne zu beginnen, bin ich mir nicht sicher, ob ich irgendetwas anders machen würde. Warum sagst du das? Weil ich alle Frauen, mit denen ich was hatte, geliebt habe. Sei es für 10 Minuten oder für 10 Jahre. Wie sagen nochmal die Amis? Life's too short to dance with fat chicks. Das Leben ist einfach so kurz. Ach so. Also die Moral der Geschichte lautet, halt die Familie zusammen, aber fick deine Frau andauernd fremd, wenn sie dir keine mehr blasen will oder was? Hey, pass auf, was du da sagst. Ich bin noch nicht so alt, dass ich dir nicht eine verpassen könnte. Daran erinnere ich mich auch noch. Oh, jetzt bin ich auch ein Kinderschänder. Weißt du, was das Problem deiner Generation ist? Ihr glaubt, ein paar hinter den Löffeln ist gleich wie Kindermissbrauch. Es ist dasselbe. Du warst immer ein Klugscheißer. Als ich dich vor einem Jahr gesehen habe, da warst du viel glücklicher. Und das Jahr davor noch mehr. Ich habe einfach Angst, dass du es in die falsche Richtung gehst. Das ist alles, was ich dir sagen wollte.